Grüß euch. Ich hoffe, ihr habt schön warm heute. Als ich kürzlich am Holzspalten war, rief mir ein Nachbar über die Strasse. Hey, du Bernhard, das Holz gibt dir aber auch zweimal warm. Natürlich hat er recht gehabt. Das Spalten und das Tischeln und Aufschleipfen und Aufseilen, das hat mich so in die Schweiz gebracht, dass ich das Gefühl hatte, ich müsse mir lebendig nie mehr heizen. Sachen, die doppelt warm geben, für das können wir in heutigen Zeiten Wettbewerb machen. Es würde vielen helfen, den Winter besser zu ertragen. Die Energie könnte denen zugutekommen, die gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, Holz zu spalten oder die sich das Holz gar nicht mehr leisten können. Und ich meine das nicht nur bildlich. Das, was ich suchen will, sind Lösungen, die zweimal glücklich machen. Lösungen, wo beide Seiten etwas davon haben. Lösungen, die ein Win-Win sind. Also Lösungen mit zwei Gewinnern. Gute Lösungen sind immer doppelt. Kalt duschen zum Beispiel spart nicht nur Energie, sondern gibt ein gutes Gefühl, regt die Zirkulation an und härtet ab gegen Erkältungen. Oder rasieren mit dem Pinsel oder alten Klingen, so wie es noch der Grossvater kennt hat. Das braucht kein Plastik, keine Tube, keine Spraydose. Ich schone ganz gewaltig mein Portemonnaie und ich fühle mich irgendwie verbunden mit Vater und Grossvater. Das gibt Wurzeln und die lustvolle Einsicht, dass nicht alles, was die Werbung uns aufschwätzen will, wirklich nötig ist. Also ein mehrfacher Gewinn. Doppelt geneigt hat besser. Hast du einen Besuch abgemacht vor langer Zeit und schreibst noch zwei Tage vorher, hey, ich freue mich im Fall auf diesen Besuch bei euch, bis gleich. Dann hast du nicht nur den Besuch bestätigt, du wächst hoffentlich auch noch gerade ein bisschen Vorfreude. Oder du sagst am Tag nach dem Besuch noch, hey, es hat im Fall Hennen gefegt bei euch und der Bordeaux, der ist so etwas von fein gsi. Das kostet nichts, aber gibt mir, wo schreiben und dem, wo das liest oder gehört im Telefon noch besser, so ein wunderbares Nachglühen vor Freude. Das Nachglühen nicht etwa verwechseln mit dem Nachbrand, gell? Ich will Mut machen, dass wir Sachen irgendwie, wenn wir können, mit Wort verstärken. Mündlich und schriftlich. Die haben ja Angst, ein Wort zu viel zu sagen. Es könnte ja der Verdacht aufkommen, ich hätte nichts Besseres zu tun und wäre unterbeschäftigt. Und wer unterbeschäftigt ist, ist nicht mehr gefragt, ist unter dem Strich, ist am Ende unterentwickelt. Nein, da bin ich lieber überbeschäftigt, überbelegt. Auf das Risiko hin, dass ich dann überfordert bin, überspannt und überempfindlich. Das wäre dann doppelt und mehrfach negativ. Aber wieder positiv ausgedrückt, heisst es in einem alten Brief, wir schreiben aus einem doppelten Grund, dass ihr euch heute mitfreuen an dieser guten Nachricht, die wir mit euch teilen, und das verdoppelt dann auch wieder unsere Freude. Das könnt ihr in der Bibel im 1. Johannesbrief nachlesen, wenn ihr das gerne wollt, doppelt haben. Wir sagen auch, teilte Freude ist doppelte Freude. Und das gibt dann eben mindestens zweimal warm. Und beim Philosoph Kohelet heisst es, probier's doch besser zusammen als alleine. Teilst die Arbeit, kannst auch den Lohn zusammen geniessen. Geht der eine auf das Füdle, kann der andere ihm aufhelfen. Überkommt der eine auf das Dach, kann der andere ihn verteidigen. Und im Bett, da könnt ihr einander herrlich warm geben. Einen schönen guten Tag und doppelte Freude wünscht euch der Bernhard Jungen.